Liebe Leute, ich bin hier eingesperrt in Quarantäne in Argentinien. Die ganze Familie hat Corona verwünscht und eigentlich in die Ferien fahren. Aber es geht nicht und bin hier in der Wohnung von Mami, von meinem Töchterli und von meinem Töchterli. Und ja, das ist mein Bett hier unten. Ein bisschen hart. Die einzige Aussicht, die ich genieße, ist die hier. Und ja, da wissen wir eben in schwierigen Zeiten und manchmal ist es ein bisschen hart. Die Luciana hat so eine Tinnitus eingefangen und mein Töchterli hustet. Und sie auch. Irgendwie werden alle nicht ganz glücklich dabei. Und ja. Ich habe mich gefragt, was kannst du machen, oder? Wenn man ins Spital, dann wird einem Paracetamol empfohlen. Auf keinen Fall rausgehen. Man muss in Quarantäne bleiben. Die Arbeit von der Luciana hat sie verloren, weil sie kriegt eigentlich auch keine Entschädigung, weil sie müsste ihre Arztzeugnisse in Kapital holen, aber dort darf sie nicht hin, weil man nur geimpft darf in den Bus gehen. Also ist sie krank, aber kriegt natürlich nichts und der Job ist sie auch los. Und ja, und ich habe mich gefragt, was kann ich denn jetzt machen, um irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. Ja, raus darf ich nicht. Ich finde es auch noch ein bisschen hart, dass leider meine Familie auch nicht gerade sehr aufgestellt ist. Und ja, aber was ich habe, etwas ganz Cooles, ein Gefrierfach. Schauen wir mal rein, was es hier hat. So habe ich Wasser gefroren. Jetzt sehen wir gerade, was man mit dem macht. Liebe Leute, ein kleines Rezept, wie man glücklich werden kann. Sich glücklich macht. Ich bin hier in der Dusche in Argentinien. Ihr wisst, kaltes Wasser ist schwierig hier zu kriegen. Deshalb habe ich hier was vorbereitet. Zwei Flaschen mit Wasser. Gefrorene. So. Und ja, mal schauen, was passiert. Das Wasser, das so kalt rauskommt, früher heisst, ist offiziell kalt. Aber irgendwie halt nicht so wenig. Es ist trotzdem frisch. So. Schätze jetzt mal, wir sind 14 Grad. Das ist einfach das Wasser, das hier aus dem kalten Hahn kommt. So. Ist für den Anfang gar nicht so schlecht. Wie ihr seht, die Ordnung ein wenig anregen. Wenn das zu wenig ist, dann kann ich mit Flaschen aus dem Eiswasser holen. Jetzt holen wir die Eisflasche raus, stellen sie auf die Seite. Und das Wasser ist doch immerhin schon bei der Arbeit hier. Ich schätze jetzt mal, es wird 10, 8 Grad. Jetzt stellen wir uns warmes Wasser. Ja, und so, und dann haben wir hier das Wasser. Das sollte schon viel besser sein. Das ist von uns ummantelt. Da würde ich jetzt mal sagen, da haben wir schon eher 2-3 Grad oder so. Kommt auch nur das raus, was flüssig ist. Ja. So, aber das gibt es ja nicht zweite. Ja, hast du es eigentlich schon gesehen? Das Pulver schnell verschossen.
Aber ihr seht, instant happy. Finger abdrücken und